Wäre auch Schwachsinn, aber... Hier muss doch noch irgendwas sein, was ich übersehen habe. Nein. Mal so wahllos ein bisschen. Nein, das passt hier nicht. Nein, das... Fuß. Was ist es mit dem Ring hier? Kann ich mit dem Finger an den Ring anziehen? Nein, das passt hier nicht. Sicherung? Schalter. Nein, das passt hier nicht. Koppler? So. Ach, Koppler! Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Oh, das wollte ich nicht. Alles klar, also man muss die Antenne an den Koppler, deswegen kann das auch hundertprozentig halten, dass dieses schwere Ding. Jetzt müssen nur noch die Kuben. Nur noch die Kuben, genau. Kubus. Ich stecke erstmal ein paar auf und dann gucken wir mal, ob die eventuell irgendwas. Ach, guck mal hier. Und du wirst so rumgehalten, also kommst du wahrscheinlich hier rein. Oder? Die hält man ja alle andersrum. Taste. Huh? Ach du Scheiße, was soll das denn sein? Wir sollen also einen... Woran erkenne ich ihn jetzt, was welcher Kubus macht? Woran erkenne ich, was welcher Kubus macht? Ach du Scheiße. Ich sehe da drinnen zwar die Kabel, aber... Der geht nach vorne und nach hinten. Ja klar, ich sehe auch jetzt voll, was der gemacht hat, der Kubus. Kann ich voll nachvollziehen, logisch. Ich kombiniere einfach mal willkürlich jetzt ein paar Kuben miteinander. Ich glaube, es wird so viele Varianten geben. Es sind aber auch immer nur drei hier vorne. Alle Teile sind jetzt eingerastet. Hä? Wie ist alle Teile sind jetzt eingerastet. Ja, ist mir schon klar. Was bringt mir das? Alle Teile sind... Ach so. Ich werde es noch mal ein bisschen probieren und dann werde ich es überspringen, wenn ich es nicht schaffe, weil ich meine, die Kuben an die richtige Stelle bringen, ist es nicht so das Highlight. Und ganz ehrlich, man kennt da irgendwas drin, aber man hat auch keine Ahnung, was es genau bringt jetzt. Ich sehe auch hier, dass hier einiges von diesen Dingern sind schräg, aber der ist schräg. Der ist schräg, das ist aber nicht schräg. Der ist schräg. Der ist gerade, also mehr oder weniger gerade. Der ist auch schräg. Thank you.
Hier ist es so. Was? Jetzt geht's nicht mehr von da, jetzt geht's von hinten aus. Wenn ich hier drücke, geht's von der Mitte. Ne, von vorne jetzt aus. Wenn ich hier drücke, geht's. Von der Mitte auch. Was ist das für ein Scheiß? Ich löse es mal auf. Okay. So, fertig. Ja, dann wollen wir mal Zeitfunkantenne benutzen. Ansehen. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja, mit Hilfe. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Ah, okay, alles klar. Messer, Zeitfunkgerät. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Sobald du hier Batterien findest, natürlich. Gerümpel, was haben wir denn hier? Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Ich dachte, sie findet jetzt einfach mal so eine Batterie hier, aber... anscheinend doch nicht. Gerümpel. Letzter Blick hier drauf. Ach, siehst du, da haben wir noch was. Zeitfunk... ist beides dasselbe. Okay. Na, dann gehen wir wieder runter. Hinabsteigen. Warum sind die einfach springt so hoch, ist jetzt auch nicht. Aber okay. Möchte ich ja kein Risiko eingehen, der Zeitreisende. Und jetzt gehen wir hier runter. Wie geht es mit der Antenne voran? Nigel, ganz San Francisco ist zerstört. Ich weiß. Aber die Mission, wir können sie nicht beenden, wenn... Ich weiß. Es tut mir leid. Wir werden schon einen Weg finden. Aber dazu brauchen wir Kontakt mit den anderen Teams. Wie weit bist du mit der Antenne? Diese Kuben sind ein Fluch. Ja, da gebe ich dir recht. Wer die Dinger entworfen hat, gehört gesteinigt. Wie soll ich die nur jemals zusammengepuzzelt kriegen? Das schaffst du schon. Ich vertraue da ganz auf deine Fähigkeiten. Die Antenne ist aufgebaut. Was jetzt? Du musst dein Zeitfunkgerät mit der Antenne synchronisieren. Und wenn das keinen Strom hat? Hast du etwa vergessen, es aufzuladen? Nein. Das war nur eine hypothetische Frage. Okay. Ich mache am besten gleich weiter. Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Sie geht also direkt wieder nach oben und macht nichts. Zeitkapsel. Wir können das doch vielleicht aufladen, oder? Guck mal, wenn wir den hier ranschließen. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Naja. Ist das nicht der Generator? Ich muss die sonst geht das nicht. Was? Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunkgerät herausholen. Sonst geht das nicht. Ich dachte, du kannst ihn nicht rausholen. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest. Ich muss ihn erst rausholen. Ich kann ihn nicht einstecken. Die Kontrollen sind... Haben wir hier noch irgendwas? Armaturen? Atomofen? Klappe. Die ist offen. Ja, aber wirklich. Herausziehen. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Und wenn ich die rausziehe, einfach mal so? Wir haben deutlich mehr Energie verbraucht als berechnet. Nee. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Messer? Ja. Nee. Nee. Dann halt nicht. Atomofen. Geht nicht. Der Ofen ist versiegelt. Und das sollte auch besser so bleiben. Armaturen? Nicht ohne... Wohin sollte ich auch... Überprüfen. Täterkontrolle. Atomofen. Hüllenintegrität. Okay. Zeitfunkgerät. Die Zeitkapsel hat noch Energie.
Vielleicht der Svens. Ich kann das jetzt kein Traktor. Generator oder Zeitkapsel? Wo ist der Generator oder Zeitkapsel? Muss ich da raus irgendwie oder was? Zeitkapsel? Sie strahlt immer noch Wärme aus und scheint in gutem Zustand zu sein. Mehr kann ich von hier aus nicht sagen. Wir haben zwei Zylinder. Ein Svensson, ein Atomofen, eine Klappe, ein Armaturenbrett und ein Messer. Bestimmt nicht. Ein Messer. Bestimmt nicht. Ein Messer. Keine Ahnung, wie... Besser nicht. Okay, wir öffnen die Klappe nochmal. Und ich probiere... Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn dieser kleine Ofen nicht so funktioniert hätte, wie er soll. Andererseits hatten wir keine andere Möglichkeit, das auszuprobieren. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ja, er ist hier, das ist mir schon klar, aber du willst das ja... Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunkgerät herausholen, sonst geht das... Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein... Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Schön, das passiert jetzt Hören mal. Sie doch. Ja, okay, das passiert jetzt mal. Ja, das habe ich jetzt also hier... Die Kontrollen sind alle im... Ja, aber mit dem Witz. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Wie zum Teufel soll ich dann mein Gerät am Svensson aufladen, wenn du ihn nicht herausnehmen möchtest? Mit dem Messer haben wir gerade probiert, willst du auch nicht. Nee. Das ist mein Zeitfunkgerät. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich hiermit die anderen Teams. Alles klar, benutzen. Seltsam. Da rührt sich nichts. Es scheint keine Energie zu bekommen. Öffnen. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Alles klar, leere Batterie. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Oh, das klang nicht so gut. Nein. Aber eine Batterie. Jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Ich glaube, wir sollten den ausmachen. Nein, da geht... Was? Nein, da geht gar nichts mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Sieht nicht gut aus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Die Alge, die die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Naja, er ist halt für ewig hier gefangen, ne? Ich glaube schon, dass er den Kopf abreißen wird. So, dann wollen wir uns mit den anderen Teams unterhalten. Akin? Und wollen mal schauen, was da so zu tun ist. Ich sehe gerade, ich habe die Zeit verpasst. Ach, was weiß ich. Ich werde einfach aufnehmen und dann cutten. So, Zeit auf dem Gerät. Benutzen. Dazu brauche ich mein... Ja, du bist ja auch unfähig, das Zeitfunkgerät allein aus deiner Hosentasche zu nehmen. Dann muss ich dir reingreifen. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeitteams hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Nein. Dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo! Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir...
Hallo? Quadi? Faye? Faye? Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht.